Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Montague's Mount. Und wir sind ja letztes Mal hier an dem Türmchen stehen geblieben und wir müssen ja da hoch und da ist noch ein verschlossenes Tor und so. Und ich muss ja immer jedes Mal, weil das Spiel speichert ja nur an bestimmten Punkten automatisch und da musste ich jetzt nochmal hierher laufen. Und da ist gerade mir aufgefallen, dass ich ja die Tafel hier noch gar nicht gedrückt habe. Dann kann man ja den Text nochmal ganz schnell lesen und zwar zu dem Brennans Bau, wo wir gerade sind. Und zwar, der Bau wurde auf der Felsnase errichtet und von... Wer, wenn jetzt der Schatten des... Das Baum ist nicht da, wer könnte ich das wunderbar lesen? Von William, ich glaube Brennan, im Auftrag. Alter, der will mich jetzt verarschen, als ich das eben angeguckt hatte, ganz ehrlich, da konnte ich das wunderbar lesen. Gegeben um während der Hungerperiode 1740 bis 1741 Arbeit zu bieten. Der Bau wurde nach einem besonders strengen Winter errichtet. Der Bau kann von McKennestock 0,25 Kilometer entfernt im Süden aus gesehen werden. Und hier hinter war ja, das muss ich dann nochmal machen, da haben wir ja dann die Platte gedrückt. Und dahinter ist ja der Schlüssel gewesen und ich würde sagen, ich muss jetzt nämlich da genau der Schlüssel. Der Schlüssel ist für das Tor dahinter. Und ich würde sagen, ich mache dann hier einen Schnitt. Ich wollte das nochmal ganz kurz mit der Tafel zeigen und dann, ich muss nämlich jetzt noch da runter und dann kommt wieder der Junge und dann eher, oh Gott, warum und alles, ne? Aber das hatten wir alles in der letzten Folge. Dann mache ich jetzt hier kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! Ha, so, da bin ich wieder. Und ich bin ja eben mal schnell da runtergelaufen, habe das Tor geöffnet, den Jungen nochmal gesehen, den unten das geöffnet mit dem anderen Schlüssel, den wir noch gefunden hatten. Und jetzt müssen wir halt den Code eingeben. Und hier steht, die vier Wildscheiben öffnen den Riegel für dieses Tor. Ich hätte den Code hier aufschreiben sollen. Das hat er auch getan und ich habe es, dank einem kleinen Hinweis in den Kommentaren, habe ich es tatsächlich herausgefunden. Also was heißt herausgefunden? Ich habe es dann gesehen erst. Nee, ich muss gar nicht hier hoch. Ich habe es, also beziehungsweise ich habe es nicht gesehen. So, ist viel richtiger. Ich bin Blindfisch, aber ganz ehrlich, pass auf. Es ist so, ich habe echt, man sieht den Stein vor lauter Felsen nicht, das gibt's gar nicht. Ich habe doch da runter geguckt, vielleicht erinnert sich der ein oder andere letztes Mal, und wollte wegen dieser Boje gucken, ob die irgendeinen Code sendet. Und ich Blindfisch, dieser, da stehen die Zahlen. Ich habe die einfach nicht gesehen. Ich habe mich tatsächlich nur auf dieses weiße Licht konzentriert. Ich habe nicht drumherum geguckt. Und wenn man jetzt hier guckt, dann müsste das eigentlich eine 1... eine 7, eine 4 und eine 0 sein. Und wenn man jetzt dahin geht und... ich fasse es immer noch nicht, dass ich das nicht gesehen habe. Das gibt es einfach nicht. Und wenn man jetzt hier hingeht und hier sich durch das ganze Gebüsch schlägt, dann kommt man hier und guckt an der Tafel und sieht, oh, es gibt eine 0 und es gibt eine 7 und es gibt eine 1 und es gibt auch eine 4. Und dann habe ich in schlauer Voraussicht, ich habe da mal was vorbereitet, und zwar habe ich das schon mal abgezeichnet, eben gerade noch schnell auf die Schnelle und habe diese Uhrzeiten da. Oder was auch immer das darstellen soll. Und dafür müssen wir jetzt hier wieder runter an den Strand und dann müssen wir das da unten einstellen. Und ich hoffe mal, dass ich es erstens so gut gezeichnet habe, dass ich es gleich wieder erkennen kann. Und zweitens, dass wir vielleicht dann auch endlich mal dieses Rätsels Lösung finden. Und dann da oben reinkommen, da ist ja irgendwo ein Safe noch gewesen. Und ich glaube, wir haben dann auch tatsächlich die ganze Insel erkundet. Es dürfte gar nicht mehr allzu viel kommen. Und vielleicht lösen wir dann dieses Rätsel, was wir auf dieser Insel irgendwie vorgefunden haben. Das mit Peter und Rachel und wo sind die und warum verschwindet Peter als. Und das war ja alles ein bisschen mysteriös. Und wir gehen schnellen Schrittes. Also der ist hier mal sehr schnell unterwegs, unser guter alter Vater. Ich weiß gar nicht, wir sind der Vater. Ich glaube, wir sind der Vater. Und stehst du. Jetzt komm, der ist aber auch heute extrem lahm, habe ich das Gefühl. So, jetzt sind wir da. So, pass auf. Und jetzt wäre das nämlich bei der 1. Und bei der 1 ist es so, dass eigentlich, ich drehe das gerade mal, jetzt müsste eigentlich dieser Pfeil, da unten ist immer noch so ein Strich, der nach unten zeigt. Und ich glaube, das ist auch genau, das ist richtig, weil bei der 0 ist es nämlich nicht so. Beziehungsweise hier ist es richtig, pass auf. Und zwar müsste das sogar stimmen jetzt, wie ich es gedreht habe. Und bei der 7 müsste es jetzt, da muss ich jetzt mal ein bisschen... Genau, ja, genau. Es ist gar nicht so kompliziert. Also wenn man das, wenn man die Abzeichnungen hat, dann ist es nämlich entweder genau auf Viertel oder eben nicht auf Viertel. Und hier ist es genau da. Und bei der ist es direkt gegenüber, also 6 Uhr, wenn man das nach Uhren bezeichnen möchte. Und hier ist nämlich der hier links in der Ecke, statt die anderen, die sind nämlich alle unten. Und das stimmt mit der 0 auch überein. Und jetzt müsste ich eigentlich nur so lange drehen, bis es funktioniert, und zwar auf 12 Uhr. Und es hat... geklappt. Du hörst ein entferntes Klickgeräusch.
Ich höre ein entferntes Geräusch. Das bedeutet, ich glaube, ich muss jetzt wieder zurücklaufen. Wir haben einfach das Tor oben geöffnet. Das war ja nämlich zu. Aber die Musik ist gerade ein bisschen gruselig. Mit diesem... Ist das Xylophon? Schön, aber gruselig zugleich. Und jetzt müsste eigentlich das Tor da oben auf sein und wir dürften an den Safe kommen. Und dann kommen wir vielleicht der Lösung auf die Spur. Ich weiß ja auch selber nicht, wann das Spiel zu Ende ist. Ich habe, glaube ich, schon öfter gedacht, dass wir am Ende sind. Nervlich war ich das manchmal sogar bei den Rätseln, obwohl es ging immer noch. Aber oh Mann, aber wenn er so langsam wie er läuft, das bringt mich gerade echt... Komm, hier. Hüpfen kann man ja nicht. So, wir sind gleich da. Keine Angst, wir sind die schnellsten unterwegs. Jawohl, zum Glück haben wir es nicht eilig. Das ist immer sehr gut. Wir wollen ja die Lösung noch nicht wissen. Jetzt, komm, los. Gleich müssen wir noch ein paar Stufen hoch. Ach, guck mal, das ist jetzt alles runtergefahren. Da war doch das Gitter. Das ist jetzt einfach weg, oder? Irre ich mich? Bilde ich mir was ein? Ich weiß es nicht. Nachdem, mit der Sache mit den Steinen da unten, traue ich mir alles zu. Nein, es ist weg, oder? Nee, da war vorher gar nichts. Da war vorher nichts. Ich bilde mir wieder Sachen ein. Ich bin mal gespannt. Okay, ich hatte jetzt gedacht, er würde irgendwie etwas sagen, aber die Musik fand ich schön. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Ein Kreuz! So, nehmen wir das mal mit. Und da stand es, Peter im Sommer 1992, also das ist jetzt 22 Jahre her. Ist ja schon ein bisschen krass jetzt. Kann ich mit den Fotos hier etwas anfangen? Die einstmals geliebten Fotos von jemandem, ein einstmals geliebtes Foto von jemandem, eine Holzbank. Und die wichtigen Erinnerungen von jemandem. Und das Bild hier, ein alter Koffer. Nein, nicht. Oh Mann, das ist. Aber wohl, das ist ja auch irgendwie verblichen, ne? Ich glaube, das war bei dem anderen Foto schon so in der Höhle. Weil sie das hier so gezeigt hatten wieder. Kann ich das Foto nehmen? Ein einstmals geliebtes Foto? Warum ist es nur ein einstmals geliebtes Foto? Liebt er es nicht mehr? Und wenn, warum? Nee, ich glaube, wir müssen. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen den Safe aufmachen. Und da liegt wahrscheinlich der letzte Zettel oder zumindest ein Zettel, den wir nicht kennen. Rachel.
meine Kraft. Ich hätte Peter retten sollen. Aber ich konnte mich dann nicht selbst retten. Selbst als ich seinen Kopf noch drückte und fühlte, wie Wasser in seinen Lungen drang, kämpfte er nicht gegen mich an. Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen. Vielleicht mehr Zeit? Hätte ich warten sollen? Mehr Zeit vergehen lassen sollen? Berg verborgen. Ich muss weiter. Ich muss vorwärts. Ich muss die Wahrheit herausfinden. Tja, wow, jetzt sind wir fertig mit dem Spiel. Ich habe da eben das mal weggedrückt, beziehungsweise nicht weggedrückt, was heißt weggedrückt? Da war irgendwie eben, ich habe das hier durchlaufen lassen, weil ich gedacht habe, es käme vielleicht noch was. Aber es kam immer nur wieder als dieselben drei Bilder. Das Bild mit der Boje, dann das mit der Uhr und dann das mit dem Boot. Und das fing wieder von vorne an. Habe ich gedacht, dann ist wahrscheinlich jetzt Schluss. Und aber auf jeden Fall, ja, es ist Schluss. Wir haben Montagues oder Montagues, ich weiß es nicht, Mount durchgespielt. Wir haben die ganze Insel erkundet und haben herausgefunden, dass wir praktisch unseren Sohn getötet haben, Peter, und dass wir anscheinend jetzt, so wie ich das verstanden habe, auf ewig auf dieser Insel herumgeistern oder wandern und herausfinden müssen, dass wir unseren Sohn getötet haben. So eine Art Fluch, oder? Also so habe ich das jetzt verstanden und was mit Rachel passiert ist, also der Frau, ich weiß es nicht. Und Ayn, oder wie das Mädchen hieß, ich glaube, es ist ein Mädchen, das wissen wir auch nicht. Und P-
Peter hat er, glaube ich, getötet wegen der Krankheit. Oder er wollte nicht, dass Peter auch krank wird und an der Krankheit stirbt. Oder beziehungsweise das, entweder das, beziehungsweise stand aber auch, er wäre ja auch irgendwie krank gewesen. Vielleicht wusste er nicht mehr, was er tat und hat Peter in diesem Wahn von dieser Krankheit, so wie der Doktor sich da erhängt hat an dem Baum, dass er da Peter irgendwie getötet hat. Das ist auf jeden Fall, wenn das auf einer wahren Geschichte basiert, schon ein bisschen gruselig. Aber das Spiel selber war ja ganz cool, ne? Das Einzige, was mich gestört hatte, waren immer die Speicherpunkte, dass ich immer nochmal so viel nachspielen musste. Aber so von den Rätseln her war es eigentlich ganz in Ordnung. Das mit dem Kompass, gut, das war ein bisschen merkwürdig gewesen, weil ich nicht wusste, dass ich den eigenen Kompass habe, aber sonst, die Rätsel waren eigentlich relativ human. Hätte ich die Steine vorher gesehen, gehabt, letztes Mal. Aber sonst war es eigentlich ganz cool und die Atmosphäre war auf jeden Fall cool. Es war manchmal ein bisschen arg duster in dem Spiel, hätte ein bisschen heller sein können, aber war ja alles noch im Rahmen gewesen und ich weiß gar nicht, es kommt mir jetzt nicht vor wie ein offenes Ende, aber es kommt mir auch so vor, als könnte man, wenn man wollte, die Geschichte noch fortsetzen und vielleicht irgendwie, dass wir uns nochmal auf die Suche nach Rachel begeben, beziehungsweise was sich aber vielleicht ein bisschen schwierig herausstellen dürfte, da wir ja Montague schon komplett abgesucht haben, aber man weiß ja nie, man kann ja sonst noch irgendwo was einbauen oder vielleicht ist da jetzt irgendwo noch was auf der Insel Gestrüpp, wo sich ein Weg aufbahrt und auf jeden Fall hat mir das Spiel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben alle Postkarten gefunden, nur bei den Kreuzen habert es ein bisschen, die habe ich nicht alle entdeckt, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass wir das nicht... Wir haben, glaube ich, das meiste haben wir tatsächlich gefunden, bis auf ein paar Kreuz, ich glaube, 5, 6 Stück oder was haben wir nicht gefunden. Und auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob es hier immer irgendwann vielleicht mal in ferner Zukunft einen zweiten Teil geben würde. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Oder wenn sie ein neues Spiel machen würden in dieser Machart, fände ich auch ganz cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem neuen Let's Play wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Und ich drücke jetzt hier mal auf Verlassen. Macht's gut. Ciao.